Wir versuchen Pokémon nur an ihren Augen zu erkennen. Dabei müssen wir uns für einen von drei Startern entscheiden und wenn wir mit dem Pokémon sogar richtig lagen, dürfen wir es auch entwickeln. Sobald wir ein Team aus 6 Pokémon haben, kämpfen wir, um den Sieger des Videos zu entscheiden. Ja, ich würde sagen, dann fangen wir einfach mal an mit der ersten Runde. Für euch ist diese Runde noch offengelegt, aber ab der nächsten Runde ist dann alles verdeckt und ihr könnt mitraten. Aber einmal, um das Prinzip so ein bisschen zu gerden. Und ich sage, wir fangen direkt mit einem sehr aussagekräftigen Auge an. Nur so als Hinweis, dieser schwarze Punkt, das ist das Auge. Das ist das Auge? Das ist das Auge, ja. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Also ich sage jetzt einfach, es ist Lugia. Das ist wahrscheinlich nicht richtig, das gebe ich dir zumindest schon mal. Aber vielleicht bringt ihr das zweite Auge ein bisschen mehr. Da ist auf jeden Fall ein bisschen mehr Farbe im Spiel. Das ist schon mal gut. Farbe ist immer gut. Boah, ey, das ist schwer. Also die Augen das sagt mir doch was. Worauf ihr mal ein Auge werfen solltet, ist mein neuer Partner Instant Gaming. Wenn ihr auf der Suche nach neuen Spielen seid, könnt ihr jetzt mit meinem Link kräftig sparen und darüber hinaus auch bei Nintendo eShop Guthaben. Das heißt, jedes Nintendo-Spiel könnt ihr auch günstiger bekommen. Speichert euch den Link deswegen sehr, sehr gerne auch im Browser ab, dann könnt ihr immer dran denken, falls ihr supporten wollt. Aber nicht nur ihr sollt supporten, sondern auch ich möchte supporten. Deswegen habe ich gemeinsam mit Instant Gaming ein Gewinnspiel veranstaltet, das nur noch diesen Monat, also nur noch heute läuft, im März. Macht sehr, sehr gerne mit und gewinnt ein Spiel eurer Wahl. Dazu einfach auf den Link in der Videobeschreibung klicken. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, das wird nicht das letzte Gewinnspiel gewesen sein. Checkt Instant Gaming also unbedingt mal aus. Werbung Ende. Das ist Kommandutan. Hey, oder? Ja, okay, nächste bitte. Und das letzte ist das hier. Auch aussagekräftig ein sehr schönes Äuglein, wie ich finde. Okay. Zuerst war ich bei Libeltra, aber Libeltra hat so rote Klappen über dem Auge, glaube ich. Das könnte Vibrava sein, ne? Ich nehme, glaube ich, das dritte, tippe auf Vibrava und hoffe, dass ich es entwickeln darf. Und ich finde das super gut für Runde 1, weil es das Prinzip dieses Videos so gut veranschaulicht. Ist komplett richtig. Es ist Vibrava und damit bekommst du ein Libeldra. Digga, bin ich geil oder was? Kommandutan war auch komplett richtig. Oha. Ja, und das erste Pokémon war Seelord. So, gucken, ob du dich genauso super krass, super gut. Ey, ich muss gar nicht mehr performen. Du hast alles gemacht, was ich in dieser ersten Runde erreichen wollte. Ich kann mich jetzt zurücklehnen. Ich brauche Auge mehr. Nummer 1 für dich trotzdem hier. Das ist Fleckmon. Oder Lamus. Oh, Lashoking. Oh, das ist schwer. Ich glaube, es ist Lashoking. Weil ich glaube, Lashoking guckt so verlegen zur Seite. Dann haben wir hier Auge Nummer 2 für dich. Ich war erst bei Brokkolos, aber der ist, glaube ich, gar nicht im Game. Und der hat auch nicht diese Augen. Aber so von den Farben her. Es müsste Kriechflügel, glaube ich, sein. Okay. Dann habe ich noch ein drittes Auge für dich. Das ist dieses. Das ist Schilderus. Glaube ich. Oh, ich bin mir relativ sicher mit meinen Guesses. Ich hoffe, dass ich echt nicht daneben liege. Ich würde für Kriechflügel gehen. Dann herzlichen Glückwunsch. Du darfst Kriechflügel entwickeln, wenn du möchtest. Jawohl! Nee, Hallo. Ich glaube, der braucht keine. Ich glaube, der braucht keine Entwicklung. Lashoking war auch korrekt und Schilderus war auch korrekt. Mastermind. Beast. Dann kommen wir zu deinem zweiten Starter-Pokémon. Und ab jetzt könnt ihr sehr, sehr gerne mitraten. Schreibt gerne mal rein in die Kommentare, mit wie vielen lagt ihr richtig. Und wenn euch das Ganze gefällt, lasst doch gerne mal ein Däumchen nach oben da bei der Gelegenheit. Ich hätte Elevoltec gesagt. Bin da echt nicht so gut dran wie du, glaube ich. Ich sag Elevoltec. Okay, okay. Vielleicht wird es ja noch besser. Ja. Mit diesem Auge. Er sieht dich. Was ist denn das für ein Matschebrei? Hässliches Carpador. Ah, ja, so ein gebratenes, ne? Ja. Ja, doch, sehe ich. Aber meinst du, ist das was Krasses oder ist eher was Wackes? Das ist Schmutz. Okay. Letztes Pokémon für dich. Hat was? Oh, das hat echt was, ja. Das ist ja süß. Das sieht krass aus, wie ein Banger. Vielleicht hat auch was nicht von Kobalium ein bisschen. Ich sag, das erste könnte Elevoltec. Das könnte schon Elevoltec sein, doch. Und das letzte könnte Kobalium sein, sage ich. Ich entscheide mich daher für das dritte Kobalium. Du hast ja dich dann für eins entschieden und das kannst du ja dann nochmal laut sagen, was du gewählt hast. Das erste wäre Giratina und das zweite wäre Fuentente. Oh, Giratina? Ja, aber den hast du nicht gewählt, oder? Doch. Nee, ich glaube, das war Fuentente. AKA Kobalium. Fuentente ist das for real? Ja, mach mal für dich weiter, oder? Hier Auge Nummer 1. Oh, ich habe gute Nachrichten für dich. Es macht nicht Klick. Also so mein erster Guess wäre so Flunschlick, aber der ist nicht im Game und der hat auch nicht diese Augen, der guckt nicht so böse. Ne, erstmal keine Ahnung, mach mal weiter. Okay, krass. Dann hier Auge Nummer 2. Also ich werde das auf gar keinen Fall picken, weil es gibt mir ein bisschen Sonnenkern-Vibes. Mhm. Nee, auch nicht. Krass. Macht nicht Klick. Nee, schwere Runde.
Ja, vielleicht beim dritten dann, ne? Hui. Auch nicht? Hä, da war ich mir safe sicher, dass du das hast. Manafi Fione Vibes gibt es mir. Ey, komm, ich gehe einfach für das Letzte. Das könnte auch ein Baby-Pokémon sein. So, ich bin ganz ehrlich. Ich sage, es ist Fione, weil wenn es Manafi ist, muss ich es nicht entwickeln. Wenn es Fione ist, kann ich es zu Manafi machen. Ja, ist eh Quatsch. Das erste ist Mundtier, tatsächlich. Das zweite ist, ich habe keine Ahnung, wie es heißt, die zweite Stufe. Ja, jetzt sehe ich es. Okay, ja. Das, was du bekommst, ist kein Baby-Pokémon, aber auch kein Manafi. Aha. Es ist Altaria. Oh, ja, okay. Runde Nummer 3. Schwierigkeitsgrad bisher vielleicht durchwachsen. Mal sehen, ob du drauf kommen wirst. Das ist auf jeden Fall ein sehr specialiges Auge, muss man sagen. What the fuck? Ja. Das sieht interessant aus. Irgendein Gas hätte ich gesagt, das ist eine Zukunftsparadoxform. Dann kommen wir zum zweiten Pokémon. Puh, ist das... Geht das in Richtung Starter Gen 5? Könnte doch, könnte schon sein. Es gibt aber noch einen weiteren grimmigen Kandidaten. Oha, okay. Das würde mich sehr, 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 sehr wundern, wenn du da nicht drauf kommst. Ha. Huh. Oh. Das würde dich sehr wundern, ja? Irgendein Vogel, aber irgendwie auch so gar nicht. Die Farbkombination sagt mir so gar nichts. Boah, ist das... Das ist doch Galar Lashoking, oder? Könnte das sein? Nee, der Hut sieht ganz anders aus. Ich gehe für Flambirex. Dann bekommst du Flambirex. Das war komplett richtig. Sehr, sehr strong. Die anderen zwei, wie gesagt, habe ich eher erwartet, dass du sie errätst, weil sie so unique Augen und Farben hatten. Das erste Pokémon ist Galar Arctos. Oh, ja. Und das letzte Pokémon, das bunte, ist Alola Slimog. Oh, true, klar. Ja. Das Problem an der ganzen Augengeschichte ist, ich bin ja introvertierter Mensch. Ich gucke Sachen nicht in die Augen, das passiert nicht. Pokémon Nummer 1 für dich ist hier das. Mewtwo? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher. Aber es gibt mir irgendwie schon Mewtwo-Vibes. Es gibt mir Badass-Vibes, aber irgendwie fehlt da für Mewtwo auch noch was. So sieht es auch ein bisschen nach Nidoran männlich aus. Der nicht im Game ist, richtig. Auge Nummer 2. Ist irgendwie so eine Mischung aus Serpifeu, Tsurukex und Elesaatz. Ich würde jetzt einfach mal Tsurukex tippen, aber bin mir nicht hundertprozentig sicher. Das Auge sieht noch fast zu lebendig aus. Ja, okay, Auge Nummer 3 für dich hier. Regidrago, Baby. Es könnte auch was anderes sein, aber ich glaube, da bin ich mir schon sehr sicher. Mhm. Ich gehe für Regidrago, komm. Du gehst für Regidrago? Ja. Okay, ich verrate dir schon mal, ist es nicht Regidrago. Ah, scheiße. Aber wir gehen einfach mal durch. Ne? Das erste ist Arbok. Ja, sehe ich hundertprozentig. Ja, okay. Das zweite ist Efoserp. Doch die Reihe. Hä, wieso ist der so gelb? Tja, weiß ich nicht. Der hat so gelbe Sachen am Auge. So, und jetzt kommen wir zu deinem Regidrago, ja? Ist nicht Regidrago. Ist es trotzdem okay? Ist Registeel. Ah, der ist im Schatten, der das Auge war. Ja, ob jetzt Regidrago oder Registeel. Man nimmt doch, was man kriegen kann, doch. Pokémon Nummer 1 für dich. Für mich? Ja. Was ist denn das, Alter? Oh, das könnte ein Vogel sein. Again. Der hat so eine schlitzige Pupille. Könnte dann auch eine Katze sein oder was anderes. Das ist schwer, Memo, das ist schwer. Aber da mir gerade nichts Besseres einfällt, sage ich, es ist Reshiram. Pokémon Nummer 2? Ja. Das ist Fluttermane. Flatterhaar. Flatterhaar, richtig. Und das letzte, das wusste ich tatsächlich nicht mehr, bis ich den eben vor mir gesehen habe. Von daher, wenn du den errätst, krass, Alter. Krass! Das ist crazy. Das sagt mir was. Also ich nehme Flatterhaar, sage, das erste ist Arceus, das letzte ist irgendwas aus Gen 9. Es wäre Tengulist. Oha, der hat ja ein Badass-Auge, Alter. Okay. Flatterhaar hast du natürlich komplett richtig, von daher stronger Pick. Die Frage ist nur, das letzte, geheimnisvolle Pokémon, war es ein Banger oder war es keiner? Es war motherfucking Glibunkel. Übel schwer, finde ich, oder? Da wäre ich nie drauf gekommen auf Glibunkel. 2 aus 3 wirst du safe erraten, wenn du das dritte errätst. Wenn du das dritte errätst. Das letzte, was dann kommt. Lässt du dann ein Abo da auf diesem Kanal? Ich wollte es eigentlich sagen, gebe ich dir zur nächsten Gamescom Döner aus. Der kostet bis dahin 12,80 Euro, ne? Weißt du aber. Auge Nummer 1. Cresselia, weiter am nächstes. Okay. Auge Nummer 2. Glurak nächstes. Okay, und jetzt, wenn du das errätst, ne? Oh, warte mal, kann das sein? Nee, das wäre auch hart gemein, wenn du das machen würdest. Wäre aber auch cool. Aber wird es nicht sein. Ich denke gerade an Farigiraffs Schwanz.
Da ist auch ein Auge dran. Ich denke, ich gehe für Cresselia. Cresselia, Digga. Das ist ja sehr unverschämt halt. Du war natürlich auch goldrichtig. Und das ausdruckslose Auge. Ja. Mit dem rötlichen Rand. Es ist Vostelka. Ja, nachdem du Arceus, Reshiram, die beiden verschmäht hast und dir Flatterhaar geholt hast, quasi alles voll mit Legenden, gibt es jetzt weitere Legenden für dich. Und zwar erstmal Auge Nummer 1. Das sagt mir doch was. Aber was? Was ist es? Kobalium schon wieder? Das ist Kobalium, oder? Bestimmt. Nummer 2 ist der hier. Aha. Ich finde es sehr cooles Auge. Okay, das ist ein cooles Auge. Ich erkenne da Blau und ein bisschen Gold, Gelb. Vielleicht auch irgendwas Wasser, Eis? So Eisrichtung? Eis, Eis? Brain, aktiviere dich doch auch heute mal nach, ey. Dein Brain ist eis gefroren. Ja. Nee, du, also... Willst du jetzt auch gar nicht erraten, ne? Cooles Auge, aber will ich jetzt eigentlich auch. Ja, okay. Ich habe noch ein cooles Auge für dich. Das ist ja unfassbar häselig. Häselig. Findest du? Schon, ja, das sieht eher so aus wie eine Hängetitte. Das ist ein Daumen mit Fingernagel oben drauf. Ich sag, das ist Barmelin. Okay. Ich gehe für Pokémon Nummer 2 und sag, es ist Kryospino. Und dein Pokémon ist quasi Fuentente, aber ein bisschen besser, nämlich Pliprin. Das ist Pliprin? So, hier, Auge Nummer 1 für dich. Das kann man. Okay. Doch schon, ja. Auge Nummer 2. Ich würde ja an sich mit Scaraborn wäre ich schon fein, aber ich habe halt Kriechflügel, ne? Das ist genau dasselbe Typing. Könnte halt für ein Eis-Pokémon sprechen, muss aber nicht. Machen wir erstmal weiter. Vielleicht will ich das dritte. Okay. Dann das dritte für dich. Das ist schon sehr unique Farben. Voluminas? Kann das sein? Komm, ich nehme das letzte. Das letzte? Ich gehe Risiko. Ich sage, es ist Voluminas. Du hattest auch so recht mit Scaraborn. Selbstverständlich. Das Derby-Pokémon, bei dem es so weiß weitergeht, ist eigentlich Silber. Es ist Magneton. True. Und das Pokémon mit den uniken Farben und dem Auge ist Iskala. Okay, und da sind wir auch schon am letzten Starter angekommen. Mach Auge. Hier ist Auge. Nummer 1 zu dich. Wird schlecht, wenn ich das sehe. Ich sag jetzt einfach mal Lextremo. Nach diesem epischen Auge haben wir das hier für dich. Und das ist ja ein Träumchen. Könnte auch irgendein kleiner Kackkäfer sein oder ein richtiger Banger. Ja, Regi Eliki hatte Rot wahrscheinlich als Punkt da. Was ich gerade noch im Kopf hatte, war Wampenspitz. Wampitz. Das ist sehr, sehr schwer. Das ist einfach nur ein schwarzes Auge. Okay, letztes. Let's go. Duraludon oder Priduraludon? Priduralud. Das erste, ey. Sagt mir was, das sagt mir doch was. Ist das Lextremo? Von Farben her könnte das schon passen. Der glaubt. Angenommen, es wäre Lextremo. Würdest du es gerne haben wollen? Nee, ich gehe fürs dritte und sag, das ist. Ich sag, es ist Duraludon, damit ich es zur Not entwickeln kann. Vielleicht hast du das Beste? Ich sag, wenn du das erste erraten hättest, kann man drüber streiten. Okay. Denn das ist. Gladiantri. Oh ja, okay, ja. Du warst relativ nah dran. Beim zweiten war Dribier. Und das letzte ist absolut richtig. Duraludon ist es. Sehr unique, sehr scharfe, sehr spitze Augen. Und dementsprechend kannst du es natürlich entwickeln. Du kannst es auch nicht entwickeln, wenn du sagst, hey, Bonita da. Ich entwickle es aber so dick. Du kriegst ja auch noch Augen. Uff. Schwer, sehr schwer. Na, dadurch, dass da so keine Pupille und irgendwas drin ist, sieht es so ein bisschen tot aus. Ja, aber, das beschreibt es ganz gut. Aber pflanzenmäßig wegen diesen Grüntönen. Boah, es ist so heavy. Ich glaube, man kann drauf kommen, wenn man das Richtige im Kopf hat. Ich bin noch vielleicht so ein bisschen bei Lil Mineep. Also Dressellas Vorentwicklung, aber kein Plan, was der für Augen hat. Ich weiß nicht mehr, wie der aussieht gerade. Okay, Auge Nummer 2 hier kommt für dich. Gelb und so leicht abgefuckt müde. Komm. Das dritte muss mir helfen, bitte. Okay. Ich bin mir schon mal sehr sicher, ich werde das nehmen. Sage ich, es ist Frostpino. Also die erste Entwicklung, die erste Stufe von Espinodon. Das erste ist nicht Monozyto, sondern das danach. Oh Mann, ich habe dran gedacht, kurz. Aber ich dachte nicht, dass das so Augen hat. Metodos. Absolut korrekt. Das zweite ist Folikon. Du bekommst Mehikel. Nein, ist Schiff rum. Ihr wisst, was das bedeutet, Leute. Wir gehen rein in den Kampf. So, auf geht's. Du startest mit Pliprin. Mensch.
Ja, der hat bestimmt irgendwas Krasses, wenn du mit dem bist. Meteorologe? Ach du Heilige. Ja, genau das habe ich mir nämlich gedacht. Hazards sind für mein Team nicht gut. Das ist gut. Ich meine, Stachler wären mir auch irgendwo lieber gewesen, aber Giftspitzen sind mehr als... Ich sag, Giftspitzen könnten schon besser sein. Giftspitzen insgesamt. Ist geil. Ich liebe Giftspitzen. Ach du Heilige. Warum ist Cresselia so haarig? Bah! Ja, Giftwolke, gerade gegen mein Bulky-Team, also gegen Cresselia, ist jetzt nicht so geil. Bin ich ehrlich mit dir. Ja. Oh, Alter, sieht sick aus. Der sieht gut aus. Holy ja, shit. Hübsch. Hey. Wie schön leuchtet. Lol. Oh. Der Flat Earther. Mit Graserzeuger. Ja, oh, das hilft mir natürlich gegen meine. Gegen den Giftschaden, den ich andauernd kassieren werde. Wie findest du das, eine Fee reingeschickt zu haben? Ja, schwierig an der Stelle. Aber ich habe ja noch mal Flambibi. 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 Ah, der sieht auch sick aus. Geiler ist das, sag ich. Oh, ich habe sogar Lichtkanone. Cool, ne? Lichtkanone ist crazy, Alter. Was ist denn los mit dir? Ja, und jetzt haben wir schon ein Problem, ne? Jetzt haben wir. Wenn du eine krasse Feuer- oder Kampfattacke hast. Frostflamme, okay. Das soll ich leben, oder? Ich beruhige Stil, mein Freund. Hallo! Was denn jetzt schon wieder? Was denn für Bäre? Naja, ich muss mich heilen. Hör auf damit! Bin dann aber auch mal weg, ne? Was? Ah, aber den Spezialangriffsding, okay. Scherenmacht. Ich wusste, du wirst es bringen in diesem Battle. XP okay, bist du bereit für einen Zenitstürmer? Der ist der richtige Jäger hier in dem Team. Flambibi zieht sich zurück. Flambibi. Und die Silver Gate Bridge kommt rein. Moin. Oha, er. Hat der Drachenattacken? Also ich habe Drachentanz auf jeden Fall. Das ist ungeil. Ich werde dich jetzt hunten. Okay. Mein Freund. Hanti, Hanti, Schmanti, Schmanti. Ich glaube, ich muss direkt committen, Alter. Okay. Ich muss direkt reingehen. Rein in die Maße. Was bist du so? Ja, ich bin Unlicht so vom Typing. Okay. Ist jetzt nicht das beste defensive Typing. Auch gar nicht so krass gut offensiv gegen dich. Aber ich habe so Finstertreffer. Boah. Das sollte schon ein bisschen Schaden machen, oder? Ja, wow. Finster Aura. Boah, das ist gemein, finde ich. Und ich profitiere vom Grasfeld jetzt also, ja? Nö. Oh, nicht mehr. Ja, ich war mir leider nicht sicher, ob der Finstertreffer jetzt killt. Von daher ist, glaube ich, der Drachentanz besser investiert. Mhm. Sofern du mich jetzt nicht einfach killst. Mhm. Mit irgendwas Krassem. Mhm. Ah, war schon ein bisschen Schaden so, ne? Warte mal. Was denn? Warum sinkt deine Initiative nicht? Ach so, ich habe Metallprotektor. Ach so, cool. Ja, ja, kein Ding. Obsidiert er mich direkt? Umbreldra? Umbreldra. Was hast du vor? Krabbe, du bist schneller. Ich bin schneller. Wieso bist du schneller? Wieso bin ich schneller? Lawine! Ja? Ja, na klar, chillig. Ach, hat Lawine Negativ-Prio? Ah, ja, wahrscheinlich. Ja, ich habe gerade nachgeguckt, aber... Und Beulenhelm. Wieso stellt das Kontakt... Digga, Lawine? Wieso stellt Lawine Kontakt her und triggert Statik und Beulenhelm? Du Elende! Ist trotzdem okay, glaube ich, gewesen, so im Grunde. Nee, Schmutz war das. Flambibi! Da ist er wieder. Ich finde, der Name ist sehr gut. Das ist einfach nur Nick. Einfach nur Nick. Einfach nur Nick. Just Nick. Wow. Was kriegst du? Spezialverteidigung. Natürlich bekommst du eine Spezialverteidigung. Aha. Natürlich. Okay. Zugabe. Ja. Yeah. Also klar, du kannst dich jetzt Akupressuren und so. Nochmal sehen. Weißt du, ist das so schlimm für mich? Weiß ich nicht. Okay, ja, dass du eine Terra hast, war mir klar, aber du wirst ja nicht Terra Unlicht ausgerechnet haben. Also ist auch so, glaube ich, nicht gut. Terra Feuer. Und du, warum bist du Terra Feuer? Du hast echt Kampf und... Ah nee, Frustflamme hat man ja schon. Ja. Beruhigt dich. Beruhigt. Ja, sorry. Ich dachte, du hast die Kampfattacke zeigen lassen. Weg mit dir. Ja, ich hatte Multischuppe auf dem. Ach so, ja, schön für dich. Aber mit Gift halt ein bisschen schwierig. Ach du heilige Scheiße, ich bin sogar Krummlöffel, ne? Ich muss es, glaube ich, mit dem versuchen. Ja, du kannst es versuchen auf jeden Fall, ne? Lake, ich hab Lake, aber du bist halt minus plus zwei. Oh, Akupressur nochmal, okay, was kriegst du? Nochmal Spezialverteidigung, okay. Das ist okay, ich kann dich ja critten. Genau. Weißt du? Ja, true. Das Problem ist... Ja? Du kannst es natürlich weitermachen.
Spezialangriff steigt stark. I don't know, bruh. Einmal geht noch, oder was? Naja, du riskierst den Crit halt, ne? Yeah. Der Lake macht jetzt mittlerweile schon... Ach du Scheiße. Was macht Lake? Mehr Schaden, wenn du unter der Hälfte bist. Ja, das stimmt, hast du recht. Ach, Genauigkeit steckt ja, okay. Ja, der ist richtig gefährlich da drüben. Mann, critte doch mal! Ja! Oh Gott. Ich hätte gerne noch Initiative Boost, ehrlich gesagt. Ja, natürlich. Kannst du ja auch noch dafür gehen, ne? Boah, fast ein ja, Crit. Ja, unter der Hälfte. Crit, fast ein Crit. Unter der Hälfte. Und das wird natürlich killen. Ich gehe davon aus. Oh, ich bin dumm. Okay. Warum? Ja, ist nicht so schlimm, aber schon schlimm. Ja, ich denke, wir müssen es hier mit probieren. Es kann sein, dass ich jetzt komplett reinscheiße, aber ich hätte einen besseren Play gehabt. Feuer. Dich zu stoppen. Das ist jetzt sein Plan. Nein, ich hätte einen besseren vorher gehabt. Abrüstung, okay, ja. Ah, wichtig. Wichtig, dass ich treffe, wichtig, dass ich schneller bin. Strong, strong. Aber wie gesagt, ich hätte so viel cleaneren Plan gehabt eigentlich. Mhm. Naja. Naja, das kann ja jeder behaupten. Huendente. Huendente. Oh, ach, warum ist der so ekelhaft? Oha, der Feuerwurm geht zurück. Ja, ich hab... Ah, das ist Wasser, ich bin Feuerwurm, hä? Wild, Grom. Guten Tag, ich bin Grom. Grom. Psi-Strahl, mächtige Attacke, du. Ja, ja. Muss ich ja sagen. Also sogar Volltreffer. Finsterfaust, auch mächtig auf jeden Fall. Ja. Auch mächtig. Gesang? Magie... Nein! Oh, Gott sei Dank, misse ich. Das wäre witzig gewesen jetzt. Oh okay, Gott. Das heißt ja aber auch, dass meine Abgangstirade genauso zurückgeworfen wird. Ist ja auch scheiße. Ja, ist alles ein bisschen scheiße, ne? Ja, tatsächlich. Ich weiß nicht, ob Lichtkanone viel Schaden macht, ne? Ja, Spezialverteidigungsdrop. Nee. Ich hab funktioniert. Habe ich auch schon wieder reingeschissen oder habe ich einfach nur Pech? Mit was jetzt? Ich glaube, ich habe reingeschissen oder Pech. Angenommen, du bist Trombok, ne? Ja. Und du triggerst deine Zitrobeere und gehst dann raus. Ja. Und wieder rein. Ja. Ah, okay, gut. Danke für die Antwort. Ich habe einfach nur Pech gehabt. Reiche Ernte also. Mhm. Aber irgendwie macht mich das nicht so happy hier gerade, die Situation. Warum denn nicht? Na, ich weiß nicht. Guck dir das doch mal an. Das ist doch nicht satisfying. Nee, das stimmt. Ist es echt nicht. Ja, da gehen wir doch in die richtige Richtung. Ich weiß gar nicht mehr genau, was jetzt passiert. Mal gucken. Okay. Ja, es wird halt zurück. Geh mal raus. Einfach, ne? Ja, aber wer wechselt raus jetzt nochmal? Weißt du, kann ich gewesen sein. Das wäre witzig. Ich weiß nicht, ob das gut wäre. Aber es wäre witzig. Ja, das ja. Okay, verpiss okay. dich. Verpiss dich. Okay. Richtig. Konntest du jetzt auswählen? Ja, ne? Ja. Ach nee, gehst du jetzt wieder rein in den? Ach nö. Aber das Ding ist, dadurch stall ich ja einfach nur Turns. Im Prinzip schon, ja. Was mir ja zugute kommt. Richtig. Und ich misse mich wieder sehr gut. Und da triggert die reiche Ernte wieder. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Aber du kannst mir halt immer eine Finsterfaust reindrücken, dann wechselst du wieder raus. Jetzt Finsterfaust reindrücken. Also er muss schon reinwechseln, dann Finsterfaust drücken. Ja, wir beschleunigen das mal. Ich habe nämlich eigentlich schon noch Paul hier. Der ist auch nicht... Der ist ein guter Gaul, auf den man setzen kann. Paul ist ein guter Gaul, das ist wahr, ja. Ja, die Vergiftung nervt halt schon Arsch. Den würde ich gerne mal reiten. Boah, das ist ein guter Schaden. Ja, die Vergiftung macht auch noch Dinge. Ja, keine Ahnung. Okay, ich glaube, das ist in Ordnung. Okay. Dann kann ich arbeiten. Wutanfall. Ja, das ist halt nicht so geil, wenn du Flatterhaar in the back hast, ja. So, weißt du? Ja, sehe ich den Punkt. Aber was soll ich machen, ne? Was soll ich machen? Ja, weiß man nicht, das ist richtig. Der Flat Earther. Moinsen. Ah, ja. Das macht's ja noch offensiver, als es eh schon ist. Aber wenn ich Pflanzenpelz hätte, wäre wild. Das wäre echt wild. Ach, wenn ich ehrlich bin, ja, muss ich wahrscheinlich schon das machen. Okay. Quirlschuss im Grasfeld. Ja, ja. Ach du Heilige. Oh Gott. Wo komme ich überhaupt durch? Weiß ich nicht. Bitte. Ja, okay. Heilopfer. Ja. Ich hatte Kraftabsorber auf dem, aber Kraftabsorber ist so shit gegen dich, Katar, tatsächlich, dass der Angriff mal kacke sein kann, weil Flatter hat keinen Angriff und dein Magiespiegel wirft zurück. Das ist schon... Ein bisschen Arsch. True. Chrom. Ja. Ich hätte gerne mehr mit Kriechflügel gemacht.
Ja. Problem ist, ich weiß halt nicht, was dein Flutter kann. Ich vermute nicht so krass viel. Weil, to be honest, ist allein Quirlschuss schon sehr, sehr gut. Quirlschuss schon eigentlich ein geiler, ne? Ja. Kann halt burnen, heilt dich, im Grasfeld geboostet, spezieller Move. Mhm. Das ist schon nicht schlecht. Ich hätte halt einfach mal gern den Burn gehabt jetzt. Aua. Der ist so bulky speziell. Der ist dick, ja. Aber Regis, die hat jetzt auch nicht den krassen Special Attack, dass man sagen müsste, wow, wow, wow. Nee, das halt nicht, ne? Logischerweise. Nee. Aber ich meine, das Healing ist okay, ne? Ja, ich muss halt hoffen, dass das Grasfeld sehr schnell mal endet. Au! Ich habe aber so die Befürchtung, dass es mit dem Timer sehr, sehr knapp werden wird. Ja, ich glaube auch, so langsam. Das ist immer das Problem im Einzelkampf. Komm, jetzt muss aber mal ein Burn rumkommen eigentlich, ne? Troll. Kann jetzt Grasfeld bitte enden? Das wäre einfach nur frech. Ja, aber auch wäre auch bitter nötig. Bitter nötig? Och, ja, 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 ja. Junge, wie lange das, wie selten das aber auch triggert für 50-50 Chance, ne? Ja, ja. Schon ein bisschen frech. Als ob du jetzt noch switcht. Nur freilich. Die Uhr. Die Uhr. Aua. Komm, wir versuchen jetzt hier noch auf volle Offensive zu gehen. Oha. 50 Sekunden. Oha. Viehflügel macht das. Feuerwurm. Ansonsten gewinnt Regis hier, glaube ich, vielleicht. Ja, safe. Ich kann nichts gegen ihn machen. Oh, du switcht. Ja, ich kann nichts gegen ihn. Ist ein Flutter? Nein. Ein Hohen Tente, okay. Ja, jetzt bin ich gespannt. Ja, mit dem Giftschaden wird selbst mit 3 Attacks schwierig. Blub. Keine Ahnung, Digga. Mach dich weg. Sehr gut. Ja, ja. Schnell das nächste. Jetzt mach doch. Schick Flutter rein. Schick Flutter rein. Okay. Bist du Scarfy Marfy? Nein. Okay, das ist gut. Oh nein, komm schon, mach. Mach doch. Och nein. Der Graserzeuger. Ach komm, wir werden es nie herausfinden. Wenn ihr jetzt noch Gewinner sein wollt, dann lasst gerne ein Däumchen nach oben da, abonniert den Kanal und auch schaut euch doch gerne auch in dieses Video hier an. Da haben wir Pokémon nämlich nur nach der Größe gewählt. Bis zum nächsten Mal und tschüss.